Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung hier am Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist die liebe Schlock. Hallihallo. Hallo liebe Kathi. Und wir reden heute über Living mit dem wunderschönen deutschen Untertitel Einmal wirklich leben. Einen Film, den ich bereits vor 2 Monaten gesehen habe, weil der bei uns in Österreich schon regulär in den Kinos lief und du vor 1 Monat das nie gesehen hast und der jetzt dann in den deutschen Kinos startet. Genau, das heißt, wir haben jetzt so einen Monatszyklus. Du hast ihn vor 2 Monaten gesehen in Österreich, was ich total seltsam finde, dass der da schon läuft und hier erst am 18. Mai erscheint. Ich dann einen Monat später in der Sneak. Ich wusste gar nicht, um was es geht. Und wie gesagt, dann einen Monat später erscheint er dann für alle im Kino. Und deswegen besprechen wir ihn heute mal. Mal gucken, an was wir uns so erinnern. Bei uns gibt es zurzeit so ein Kino-Abo, das nennt sich Non-Stop-Kino. Und nachdem ich im März Urlaub hatte und mit meinem Studium fertig war, hatte ich sehr viel Zeit im März und habe alles mitgenommen, was so ging an Filmen. Also da war ich halt 3, 4, 5 Mal die Woche im Kino, weil ich halt eine Flatrate zahlt habe und so ins Kino gehen habe können, wie ich wollen habe. Und dann habe ich den halt einfach mitgenommen am Samstag um 2 am Nachmittag mal oder so, wenn ich es Besseres zu tun gehabt habe. Ja geil, finde ich gut, gefällt mir. Ja, ich glaube, sonst hätte ich den auch nie geschaut, aber ja, und du, bei dir sind das nie gelaufen, ohne Vorwissen. Genau, ohne Vorwissen und ich weiß auch nicht, ob ich den sonst auch angeguckt hätte, aber ob das was damit zu tun hat, wie ich ihn finde, das können wir dann am Ende besprechen, genau. Du hast ja gesagt, Living mit dem deutschen Untertitel, Einmal wirklich leben, genau, weil der basiert ja auf einem japanischen Film und der hat irgendwie einen leicht anderen Untertitel. Aber es ist eigentlich das Gleiche im Prinzip. Das japanische Original heißt Ikiru und ist von 1952. Wusstest du, dass das ein Remake ist? Nein, das ist mir, wenn ich ehrlich bin, gerade neu. Ich wusste nicht, dass es ein Remake ist. Ich habe auch, wie gesagt, keinen Trailer oder was dazu gesehen, auch weil ich habe den einfach so mitgenommen. Also vielleicht weiß man das auch, wenn man den Trailer gesehen hat, aber für mich ist das gerade neue Information. Ich wusste das auch nicht. Ich habe das erst danach erfahren und das hat ein bisschen den Film reizvoller gemacht, weil, okay, der japanische Film ist viel langsamer, der ist 2,5 Stunden lang und Living, über den wir heute sprechen, der ist 1,5 Stunden lang, also ganz normal kurz. Und das Original, also die haben den wirklich sehr originaltreu nachgemacht. Kommt auch dieser Spielplatz vor, es kommt auch ein Lied vor, das er singt, es kommt auch diese Schaukel vor und das hat mich ein bisschen schon dem Remake ein bisschen mehr Reiz verliehen, weil sie es eben sich so originalgetreu an dieses Remake gehalten haben. An das Original gehalten haben. Okay, also ich kenne das Original auch nicht, aber... Ich auch nicht. Nee, das ist so richtig, sieht aus wie... Also anscheinend sehr künstlerisch wertvoll. Der Regisseur oder der Drehbuchautor ist auch sehr bekannt anscheinend. Ich gucke mal gerade nach, wie er heißt. Akira Kurosawa. Genau, das war der Regisseur, aber auch Drehbuch geschrieben. Okay, du hast schneller nachgeguckt als ich, das ist schon mal gut. Aber egal, wir besprechen ja nicht das Original, wir sprechen heute das Remake. Und das spielt im London der 50er Jahre und handelt von einem Bürokraten, der erfährt, dass er bald sterben wird, weil er Krebs hat. Und was passiert dann? Dann, ja, kommt, also, ja, sagen wir so, ich weiß nicht, das Büro, wo er da arbeitet, ist er auch eher so der grumpy old man, sag ich jetzt mal. Also, zumindest wird er so wahrgenommen. Und dann erfährt er eben, dass er bald sterben wird. Und dann ist es dieses, ja, er fährt an die Küste, macht sich eine geile Zeit und nimmt sich dann, nachdem er einmal so richtig mal die Sau rausgelassen hat im Prinzip, will er dann noch ein Herzensprojekt umsetzen und halt irgendwie einen Spielplatz bauen, um, ich sag mal, die Welt als besseren Ort zu hinterlassen. Ich finde es geil, dass du sagst, er macht sich eine geile Zeit, weil so, also das stimmt schon im Prinzip, aber der Film ist nicht so, dass man sagen würde, er macht sich eine geile Zeit, weil der Film ja sehr ruhig und entspannt. Das stimmt. Genau, er ist ganz langsam. Manche Sachen erfährt man erst im Rückblick. Und also es ist keine Hollywood-Komödie oder Feel-Good-Komödie, ist ja auch ein britischer Film, sondern es ist wirklich ruhig erzählt, genau. Aber das stimmt aber mit geiler Zeit für seine Verhältnisse, ja, also genau. Geht nicht. Er steht da früh auf und
fahrt mit dem Zug in die Arbeit und geht arbeiten, sondern er fährt halt an die Küste und bedrängt sich dort. Lasst uns ein bisschen die Sau. Also natürlich alles im Maße und alles jetzt nicht so, keine Ahnung, auf Babylon-mäßig, aber für seine Verhältnisse schon eine geile Zeit machen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, und er trifft dabei auch, wir sehen so ein bisschen epochenartig oder so, dass er verschiedene Charaktere trifft, die dann auch nicht weiter im Film auftauchen. Also diesen Lebemann, den er da an der Bar trifft, mit dem er dann spontan den Abend verbringt. Oder auch dieses junge Mädchen. Und es sind alles sind so Abschnitte, die ihm dann ein bisschen Weisheiten noch mitgeben am Ende seines Lebens sozusagen. So ein bisschen Offenbarung. Jetzt habe ich ja ein bisschen mein Leben verschwendet und erst jetzt, deswegen auch dieser Untertitel, einmal im Leben oder einmal wirklich leben, dass er erst jetzt so bemerkt, jetzt entdecke ich das erst, dass ich vorher nicht gelebt habe, sozusagen. Also es ist halt London, oder? Ich glaube, es ist London, oder? Mhm, ja. Und es ist halt auch so Klischee, es ist alles immer grau, es regnet immer und es ist alles so ein bisschen farbentsättigt, sage ich jetzt mal, so wie das Klischee von London ist, dass es immer so drüß und ist und die Wolken immer im Himmel hängen. Das passt zu ihm, ja, so ist er auch, der stinkt langweilig, jeden Tag das Gleiche, lacht genau. Er auch mal, keine Ahnung, furzt er mal, keine Ahnung, das ist einfach ein ganz trocken, grau, englischer Bürokrat und der ist ja da bestimmt schon Ende 70, genau, das passt doch dann, das erst quasi London als Person sozusagen. Genau. So wie man in Wien auch immer den Granden nachsagt, aber in London dann ist es halt wirklich so. Also das ist so das Klischee. Wenn ich mir so London vorstelle, dann habe ich dieses, also obwohl ich auch schon in London war und ich weiß, dass es eigentlich eine schöne Stadt ist, aber dann muss ich auch immer so an diese, keine Ahnung, alles dunkel, alles verregnet, diese Kopfsteinpflaster, wo sich dann der Regen so ein bisschen spiegelt von den Laternen oder so. Und das, irgendwie bedient der Film das Klischee aber auch absolut. Was aber auch wirksam ist da drinnen, weil, wie du schon gesagt hast, ich meine, er ist halt am Ende seines Lebens, das weiß er auch, er hat Krebs, er wird nicht mehr lang machen und das sind halt auch keine schönen Prognosen, die man da hat und dann vielleicht mal auch im liebsten Leben dann so reflektiert und sich so denkt, so geil war es vielleicht doch nicht, dann drückt das die Stimmung. Und der Hauptcharakter, den haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist ja Bill Nighy, den wahrscheinlich viele aus tatsächlich Liebe kennen, als den alternden Rockstar, der Film von vor 20 Jahren und da sah er schon alt aus und jetzt ist er immer noch alt. Oder aus, in welchem Vampirspiel spielt er mit? Spielt er in Blade mit? Oder nee, in hier Resident Evil? Okay, keine Ahnung. Irgendwo spielt er den bösen Obervampir. Ich gucke es nebenher nach. Genau, er spielt Nighy und er wurde für die Rolle auch Oscar nominiert tatsächlich, als bester Hauptdarsteller. Stimmt, ja. Die Oscars fühlen sich anders, wären sie schon wieder ein halbes Jahr auch, weg. Aber dabei waren sie erst vor 2 Monaten. Genau, und tatsächlich, Bill Nighy, der spielt es ja, ich kenne den ja in seinen Rollen auch in About Time und eben auch in Tatsächlich Liebe. Er spielt immer einen sehr witzigen, jung gebliebenen, älteren Herren. Und in dem Film spielt er richtig gut. Er sieht wirklich gebrochen aus und zerbrechlich und wie so eine Hülle, die erst jetzt am Ende seines Lebens mit irgendwas gefüllt wird. Ja, ich finde auch, also ich finde, er macht das wirklich, wirklich gut. Also man sitzt da und denkt sich so, der Arme, Alter. Ich meine, Nachkriegszeit und alles und er dürfte echt kein einfaches Leben gehabt haben und jetzt noch die Diagnose und dann doch noch irgendwie das Verlangen, was Positives zu hinterlassen in dieser Welt und man schaut ihm zu und man wird einfach traurig dabei, finde ich. Also ich verstehe die Oscar-Nominierung absolut. Ich meine, die Traurigkeit, die kann man fühlen, aber findest du, man kann auch fühlen, als er dann so ein bisschen auflebt, dass man da ein bisschen mitgeht oder war das für dich alles eher traurig, dass er es erst so spät merkt? Nein, ich find schon, dass man dann gegen Ende vom Film hin, wie man dann sieht, wie er sein Leben, was er macht und so, dass es dann doch so einen Hoffnungsschimmer gibt und dass man ihm das auch ansieht, wie er das, also dass er das gut findet, wie es jetzt doch noch verlaufen ist und was er gemacht hat. Und deswegen finde ich den Film auch, obwohl er schon natürlich über lange Strecken und so wirklich langsam und bedrückend und was weiß ich ist, finde ich trotzdem nicht, dass er mit einem reinen schlechten Gefühl oder traurigen Gefühl aus dem Kino. Ah, ich sag da gleich was dazu. Ich muss ja erst die wichtigen News mit allen teilen, die ich nebenher nachgeguckt habe. Und zwar hat Bill Nighy in der Underworld-Reihe hat er mitgespielt, die natürlich alle kennen. Daher kenne ich ihn noch. Also nur die wichtigen Rollen tatsächlich. Und Living und tatsächlich Liebe und About Time. Tatsächlich, wie fand ich den? Ja, ich fand auch, dass man eben, weil er auch so ein guter Schauspieler ist, mitbekommen hat, wie er so ein bisschen aufblüht. Und ich weiß nicht, ob man bei dem Film krass von Spoilern sprechen kann, aber wir haben ja, er stirbt ja dann doch recht plötzlich und wir haben dann einen Teil des Films ohne ihn.
Und das fand ich ganz interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir bleiben bei ihm als Protagonisten und verfolgen ihn. Aber irgendwann ist er dann, sind wir dann plötzlich auf seiner Beerdigung und dann sehen wir, wie die Menschen über ihn sprechen und im Rückblick, wie er eben diesen Spielplatz gebaut hat. Und das fand ich eine ganz interessante Erzählweise, die für mich eben ein bisschen besonders war. Und da war es eben auch schön zu sehen, wie er dann durch sein kurzes Aufblühen und diesen Spielplatz dann doch eben ein bisschen was in der Welt zurückgelassen hat. Ja, absolut, finde ich auch. Also das ist dann schon, aber ich mir ging es mit dir, ich wusste auch nicht, oder ich habe auch nicht gedacht, dass das noch also so eine, ich sag's mal, Wendung unter Anführungszeichen nimmt, aber hat mir dann doch sehr gut gefallen. Und ich hab einen Kommentar zu dem Film gelesen, der auch nicht aus dem Kopf geht, auf Letterboxd, glaube ich, da hat jemand geschrieben, so in der Art, dass es der höflichste Film ist, der jemals geschrieben wurde. Und dem kann ich nur zustimmen. Also diese ganze Sprechweise und alles, einfach sein ganzes Auftreten, das ist einfach so typisch englisch höflich. Das fand ich teilweise echt, ich sag es mal, lustig, weil es halt so eine komplett andere Welt ist. Aber es passt halt auch einfach zu ihm. Es passt zu ihm, es passt zu der Welt und es ist, ja, es fühlt sich auch nie fehl am Platz an. Wenn man sich nur den Trailer von dem Original anguckt, es passt auch zu diesem typisch japanischen dann. Also sehr höflich, sehr nicht emotional, sondern sehr, sehr zurückgenommen und in dieser Hauptsache der Bürokratie und der Ordnung sich unterordnend. Das hat dann zu dem Englischen auch tatsächlich ganz gut gepasst. Und das macht der Film. Er ist wirklich sehr ruhig, obwohl er nur anderthalb Stunden lang ist. Und dann kommen diese kleinen menschlichen Momente eben noch viel besser zur Geltung, wenn Bill Nighy dann anfängt, dieses Lied zu singen aus seiner Kindheit oder ich weiß es nicht mehr genau, aus seiner Herkunft. Das war schon sehr berührend dann auch. Ach ja. Ja, genau. Ja. Und er zeigt auch diese Untiefen der Bürokratie auf, weil natürlich gibt es auch eine Szene, wenn man im Büro arbeitet oder in einer Behörde, muss das sein, wo sie die Sachen genehmigen lassen wollen und dann der eine Angestellte durch 15 Abteilungen rennen muss, wo die anderen eh schon alle waren und nichts passt zusammen und vorne und hinten geht sich nichts aus und keiner weiß, wer eigentlich für was zuständig ist. Im Endeffekt landet es doch wieder nur. Ja, genau, da kommen diese Frauen, die unbedingt diesen Spielplatz haben und sagen sie, ja, dafür sind wir nicht verantwortlich. Gehen sie zu, keine Ahnung, zu einer anderen Abteilung, die sagen, nee, dafür sind wir nicht verantwortlich. Und das zeigt ja auch so ein bisschen diese Sinnlosigkeit. Also man hält sich an irgendwelche Regeln, denkt, man hat ein tolles, erfülltes Leben, weil man eben diese Regeln eingehalten hat. Aber im Endeffekt, für wen waren denn diese Regeln? Was hatten die für einen Sinn? Wenn eine Regel nur für sich als Regel existiert, dann, wenn man darüber nachdenkt, da wird man ja blöd im Hirn sozusagen. So Kafka-mäßig. Ja. Wenn wir nichts Großartiges zu dem Film mehr zu sagen haben, wie kannst du doch bestimmt sagen, wie du den Film fandst und wem du den so empfehlen würdest oder ob du den überhaupt jemandem empfehlen würdest? Also empfehlen würde ich ihn schon auf jeden Fall allein wegen der Schauspielleistung. Ist der echt empfehlenswert. Ich weiß nicht, wen ich den empfehlen würde. Wie ich im Kino war, also ich meine, es war Samstag 2 Uhr, da gehen auch nur Leute wie ich ins Kino anscheinend. Also da war ich drinnen und dann, ich glaube, zwei so ältere Damen und so ein 40-jähriger Herr oder so, und die hatten alle, eine gute Zeit klingt immer blöd, aber den hat, also ich glaube, den hat der Film gefallen, zumindest ist keiner rausgegangen und es hat niemand sich irgendwie aufgeregt oder so. Also ich glaube, dass man das nicht auf eine Altersgruppe oder so festmachen kann. Ich glaube, man muss sich einfach darauf einlassen können, dass der sehr langsam ist, dass das auch nicht nur viel gut ist. Und wenn man mit dem einverstanden ist, dann kann man den, glaube ich, locker schauen. Da geht ja auch nur was, 1:40 oder so. Ja, also das ist gut. Also sowas für, wenn man gerne Zwischenmenschliches mag und ein bisschen Bill Nighy ist natürlich auch, wenn man den mag, dann kann man sich den Film eigentlich auch angucken, obwohl er da natürlich sehr ruhig spielt. Ja, ich finde, das hast du sehr gut beschrieben. So würde ich das ungefähr auch empfehlen. Und ich wäre auch mittags mit ins Kino gekommen. Warum danke, nicht? Danke. Okay, also wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast oder wenn dir nicht spontan noch was einfällt, was du unbedingt jetzt zu diesem Film raushauen möchtest, den du vor 2 Monaten unter 500 anderen gesehen hast, dann können wir, glaube ich, auch hier zu einem Schlusspunkt kommen. Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt, was noch in meinem Gedächtnis geblieben ist. Dann mache ich schon mal den Abbinder hier, nämlich für den Tele-Stammtisch. Wenn euch unsere Filmkritik gefallen hat, dann gibt es noch viel mehr und es wird noch viel mehr kommen. Auf tele-stammtisch.de findet ihr das meiste oder überall, wo es Likes gibt, zum Beispiel auf YouTube oder Spotify oder in Audio-Podcast-Grabbern, überall. Da könnt ihr mal reinschauen. Oder Instagram. Ja, tatsächlich, da gibt es das alles. Schaut doch da mal rein bei tele-stammtisch.de. Ich verabschiede mich. Ich war Schlogger und mit mir dabei war Kathi, möchtest du dich auch noch verabschieden? Ja, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.
Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.